früheren Wecker gestellt. Morgen ist nämlich Zeit, meinen Glow-Up zu durchleben. Und der startet jetzt schon, indem ich mir eine nice Abendroutine noch mache. Ich fühle mich schon viel besser. Ich bin heute extra früh aufgestanden und hatte Vollzeit für mich. Habe voll meine Morgenroutine genossen und mich endlich auch mal wieder ein bisschen hübsch gemacht und fühle mich richtig gut dadurch. Ich war ja auch krank und wenn man krank ist, weiß ich nicht, schminke ich mich halt einfach nicht. Und ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, seitdem ich überhaupt in Paris war, dass ich mich geschminkt habe und meine Haare geglättet habe. Und ich habe fresh Nails und ich fühle mich einfach gut. Auf jeden Fall wollte ich aber noch etwas ansprechen. Und zwar, ich kriege ganz viele Nachrichten. Ich habe einen Ohrwurm und niemanden juckt. Und zwar ist, glaube ich, das Wichtigste an meinem Glow-Up gerade und an diesem Mini-Glow-Up, für den ich hier gerade so ein bisschen Zeit schaffe, dass ich nicht nur mein Äußeres gerade glow-uppe, sondern dass ich auch wieder so einen kleinen Mindset-Glow-Up vornehme. Und das mache ich auch gerade. Ich habe das Gefühl, ich bin ein Mensch, der nicht von sich aus natürlich dazu veranlagt ist, glücklich zu sein, sondern ich bin ein Mensch, der schon einiges dafür tun muss, um glücklich und stabil zu sein, vor allem halt auch emotional. Und dazu gehört halt sowas wie eine Morgenroutine voll dazu für mich, weil ich dadurch erstmal gegroundet bin, weil ich dadurch erstmal besser den Tag starte, mich mehr mit mir selbst auseinandersetze, reflektiere und einfach alles so ein bisschen ruhiger ist. Und ich will halt jetzt auch wieder mehr dafür tun, weil ich habe keinen Bock, eine Person zu sein, der es schlecht geht von sich aus. Ich habe keinen Bock, eine Person zu sein, die übertrieben negativ ist. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, jetzt auch generell, auch auf langfristigere Sicht, beziehungsweise jetzt gerade halt, wieder mehr dazu reinzukommen, dass ich mein Leben wieder selbst in die Hand nehme. Weil ich möchte Gestalter sein meines Lebens und ich möchte nicht Opfer sein meines Lebens und nicht einfach alles so passieren lassen mit mir, sondern selbst entscheiden, was passiert, wie es passiert und wie ich die Dinge auch sehe. Also natürlich kann man nicht alles beeinflussen, was passieren wird, aber ich kann halt beeinflussen, wie ich mich damit fühle und wie ich die Dinge sehe. Und da bin ich gerade wieder sehr dabei, zu mir zu finden. Und die Dinge, die ich jetzt zum Beispiel in meiner Morgenroutine mache, helfen mir dabei auch sehr. Yoga, Meditation, um mich zu grounden, um mich ruhiger zu fühlen, um meine Emotionen
im Griff zu haben. Aber auch Sachen wie Law of Attraction, Manifestieren, Affirmationen sind Sachen, die dazu beitragen können, weil man eben diesen Fokus nicht verliert. Wenn ich etwas erreichen möchte, wenn ich jemand sein möchte, wenn ich etwas werden möchte, haben möchte, was auch immer, dann hilft es, diesen Fokus nicht zu verlieren und mich immer wieder daran zu erinnern, wo ich hin möchte, was ich haben möchte, wer ich sein will. Und vor allem dieses, wer ich sein will, versuche ich gerade da wieder so reinzubekommen. Und ich bin mir auch sicher, dass in Zukunft hier nochmal mehr Videos auch jetzt in diese Richtung kommen werden. Zum Beispiel habe ich auch total Lust, wieder ein richtiges Vision Board zu basteln mit aktuellen Vision Board Bildern. Ich habe ja immer noch eins hängen, aber es ist halt schon outdated. Das sind so meine Gedanken gerade zu dem ganzen Glow-Up-Thema. Und ich bin sehr happy. Ich fühle mich schon viel besser. Allein diese Entscheidung, heute früh aufzustehen, war sehr, sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dem Video. Und vergesst nicht, selber auch immer ein bisschen zu glow-uppen, hier und da was für euch zu machen. Sei es jetzt Self-Care. Mein Akku war leer. Auf jeden Fall wollte ich nur noch sagen, dass ich hoffe, dass ihr euch inspiriert gefühlt habt, einen eigenen kleinen Glow-Up zu starten. Beziehungsweise für euch selber. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bye, bye.